Guten Morgen oder wann auch immer ihr das Video anguckt. Willkommen zurück zum neuen Video. Ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit, weswegen ich das Video auch schnell abhandeln möchte. Ich bekam jetzt um 12:30 nachts eine Mail von einem sehr guten Kumpel. Nein, also ich habe die Mailadresse natürlich leicht abgeändert und zwar mit folgendem Inhalt. Ich lese einfach mal die komplette Mail vor und beantworte sie dann. Hey, deine Videos gefallen mir echt gut. Dankeschön dafür. Ich freue mich wirklich immer über Lob. Ich hätte da mal eine Anregung für ein Video. Oh, WhatsApp, Facebook meldet sich die ganze Zeit, so ein Scheiß. Sorry. Also, ich hätte da mal eine Anregung für ein Video. Und zwar über die Pfeiftechnik. Also, man sieht das ja oft, dass der Schiedsrichter ein Doppelpfiff macht oder nur ein Pfiff. Ich bin erst seit kurzem Schiedsrichter und hatte noch kein Spiel und würde gerne mal wissen, wie man oder wie ich das handhabe. Ich hoffe, also du hoffst, ich verstehe, was du meinst. Ja, also ich persönlich muss auch sagen, ich habe nicht so viele Pfeifarten. Es gibt ja regeltechnisch auch nicht so viele Vorgaben. Es heißt ja bloß, ich glaube in der Regel 5, der Schiedsrichter sollte den Pfiff nicht zu oft einsetzen, weil er sonst an seiner Wirkung verliert. Und es gibt auch kleinere Fouls, größere Fouls, kleinere Vergehen, größere Vergehen, kleinere Fouls. Pfeift man natürlich etwas kürzer, etwas kleiner, also etwas so ein und das war's. Größere Fouls hingegen so ein, also so in der Art halt. Also umso intensiver, umso größer ein Foul ist, umso länger und intensiver pfeift man auch. Und bei kleineren Rudelbildungen oder beziehungsweise wenn sich da zwei, drei Spieler kampeln, dann kann man auch mal oft so pfeifen und dann rennt man hin, klärt die Situation ab. Sofern es auch jetzt keine größere Rudelbildung ist und dann ist das auch alles in Ordnung. Ich persönlich muss sagen, ich unterscheide gar nicht so zwischen meinen Pfiffen. Entweder bei kleineren Fouls renne ich jetzt gar nicht zum Foulort hin oder bei größeren Fouls renne ich hin, mache eine Ansage und das war's. Von daher also da einfach mal schauen, wie du das dann später machen willst. Ich persönlich ja, pfeife in der Regel gleich und bei etwas größeren Fouls. Dann mache ich eine Ansage zu den Spielern und dann wissen die auch Bescheid. So ist es zumindest, so handhabe ich es. Also, du kannst natürlich auch gerne kleinlicher pfeifen oder beziehungsweise die Pfeifsprache in Anführungsstrichen etwas ordentlicher machen. Nur ist es halt immer von deiner Spielleitung abhängig, wie du das machen möchtest. Die zweite Frage wäre, wie ich das mache, wenn ich eine Karte gebe. Manche Schiedsrichter pfeifen und zeigen nicht an, ob direkter Freistoß oder indirekter Freistoß und sprinten dann dahin und geben die Karte und zeigen dann die Spielfortsetzung an. Wie mache ich das? Ja, es ist auch in der Regel so in Ordnung. Ich meine, du kannst ja keinen indirekten Freistoß anzeigen, indem du pfeifst, sofort die Hand hebst, noch mit der gehobenen Hand zum Spieler rennst, ihm dann mit einer Hand irgendwie die Karte aus der Brusttasche oder sowas rausziehst und mit einer erhobenen Hand die Spielminute und die Trikotnummer alles aufschreibst. Sowas klappt in der Regel nicht. Von daher, pfeife, zeig die Karte, gehe zum Ort hin, wo du dann stehst, wenn der Freistoß jetzt ausgeführt werden könnte, weil zum Beispiel der Abstand etc. alles eingehalten wurde. Dann pfeifst du und hebst anschließend die Hand und dann wartest du ab, bis der Freistoß ausgeführt ist und dann von einem Spieler wieder berührt worden ist. Genau. So ist dann die Abfolge von einem indirekten Freistoß mit einer persönlichen Strafe. Also von Anfang an die Hand heben ist eine absolute, ja, keine Ahnung, also sowas macht man nicht. Es ist einfach so. Weil dann hast du da keine Hand mehr frei, um irgendwas anderes zu machen, um irgendwas zu halten, zu schreiben oder wie auch immer. Von daher hebt die Hand erst, wenn der Freistoß ausgeführt wird. So ist es eigentlich. Also ich glaube, kaum ein Schiedsrichter zeigt sowas sonst anders an. Von daher, so ist das eben. Genau, also zum Abschluss noch, würde mich freuen, wenn du vielleicht ein Video machst. Mache ich gerade im Augenblick und ich schreibe dir auch gerne noch hinterher, dass das Video unterwegs ist. Genau, also Grüße zurück und ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende und auch für alle anderen viel Spaß und tschüss bis dann und ciao.